Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, am Sonntag ist der Internationale Frauentag und ein Anlass, einen Blick darauf zu werfen, was sich in Sachen Gleichstellung getan hat und was sich hoffentlich noch verbessert. Und da muss ich mal sagen, der Spruch gerade von Ihnen, Kollegin, emanzipatorische Ideologien, das ist quasi der Punkt, der sich auch zwingend noch verbessern muss, vor allen Dingen auf dieser Seite dieses Hauses. Und ich muss mal sagen, dass Frauen und Männer sich gerne um Kinder kümmern. Das steht außer Frage. Aber darum geht es hier nicht. Und das zeigt, dass Sie diese Debatte immer noch nicht verstanden haben. Auf dem Arbeitsmarkt sieht es ja tatsächlich erstmal so nicht schlecht aus. 18 Millionen Frauen sind erwerbstätig. Die Erwerbsquote ist auf 46% auf einen neuen Höchststand geklettert nach den Zahlen des DIW. Aber heißt das tatsächlich, die wirtschaftliche Unabhängigkeit, die Möglichkeit der eigenständigen Existenzsicherung für Frauen ist gestiegen? Nein, das heißt es eben nicht. Da trügt der Schein, und zwar stimmt, dass die Teilzeitquote von Frauen ebenfalls gestiegen ist zwischen 2001 und 2014 von 2,5 Millionen auf 6,3 Millionen. Das ist ganz klar zu begrüßen, aber es ist alarmierend, und darum geht es hier, dass trotz der höheren Beschäftigungszahlen von Frauen das von ihnen geleistete Arbeitsvolumen seit 1991 nur um 4% gestiegen ist. Das heißt, mehr Frauen arbeiten zwar, aber eben weniger Stunden. Hieran, meine Damen und Herren, zeigt sich eines ganz klar. Es besteht weiterhin eine Unwucht im System, und zwar zu Ungunsten von Frauen. Frauen arbeiten Teilzeit, aber nicht, weil sie sich das immer so ausgesucht haben, sondern weil sie sonst Familie und Beruf nicht vereinbaren können. Sie sind immer noch diejenigen, die es mehr an Familienarbeit leisten, und sie bezahlen dafür mit beruflichen und finanziellen Nachteilen bis hin zur Altersarmut. Und auf der anderen Seite wollen inzwischen eben auch Männer beruflich kürzer treten und sich um die Familien kümmern. Aber es gibt für die Männer kaum Möglichkeiten, das zu tun. Und das Modell einer partnerschaftlichen Aufteilung leben in der Tat nur sehr wenige Paare. Wir Grünen wünschen uns eine Gesellschaft, in der wir allen Eltern ermöglichen, sich um ihre Kinder kümmern und gleichzeitig ihrem Beruf nachgehen zu können, ohne existenzielle Nachteile, also echte Wahlfreiheit und Selbstbestimmung. Und hier würde Frauen genauso wie Männern ein Rückkehrrecht auf Vollzeit entscheidend helfen. Dann müssten die Männer nicht mehr befürchten, in der Teilzeitfalle hängen zu bleiben, und die Frauen in Zukunft ebenso wenig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Teilzeit hat eben auch Nebenwirkungen. Kurzfristig ermöglicht sie vielleicht mehr Vereinbarkeit. Langfristig allerdings können wir sehen, dass damit die Lohnschere auseinandergeht. Denn Teilzeit heißt langfristig schlechtere Bezahlungen, fast keine Aufstiegschancen und wenig Rente. Und die Statistiken zeigen auch, Teilzeit wird schnell zur Sackgasse für Frauen, insbesondere bei den üblichen Modellen wie halbe Stellen oder Minijobs. Eigenständige Existenzsicherung für Frauen ist so jedenfalls nicht möglich, insbesondere nicht für Alleinerziehende. Und deshalb sage ich, es braucht mehr vollzeitnahe Teilzeit, orientiert an plus minus 30 Stunden. Das wäre zumindest für Frauen und Männer attraktiv und eine echte Option. Und zum Problem der Teilzeit kommt noch eines dazu, das hat die Kollegin gerade auch schon genannt, nämlich die schlechtere Bezahlung. Der Gender Pay Gap von 22% ist in Deutschland für Frauen immer noch Realität, und das ist und bleibt schlicht ein Skandal. Der Unterschied wird besonders dadurch stark, dass die sogenannten Frauenberufe besonders schlecht bezahlt werden. Und wer jetzt argumentiert, dass Frauen in den falschen Branchen wie dem Gesundheits- oder dem Sozialwesen arbeiten, dem sage ich, gerade die Beschäftigung in diesen Branchen ist wichtig, und sie sollte angemessener bezahlt werden. Und das nicht zuletzt, damit die sogenannten Frauenberufe für Männer attraktiver werden. Und dann brauchen wir auch nicht über eine Männerquote zu reden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das DIW rechnet in Zukunft mit einer gestiegenen Erwerbsbeteiligung von Frauen. Das ist gut. Das ist auch gut, das als Frauenpolitikerin zu hören. Aber wir müssen dafür sorgen, dass Frauen von ihrer Arbeit leben können, eine ausreichende Rente im Alter erhalten. Und von der Bundesregierung erwarte ich deswegen Vorschläge für andere Arbeitszeitmodelle, flexibler, familienfreundlicher und vollzeitnah. Kümmern Sie sich endlich um den Abbau der Erwerbshindernisse wie dem Ehegattensplitting. Kümmern Sie sich um einen ambitionierten Ausbau der Kinderbetreuung und eine stärkere Unterstützung der Alleinerziehenden.
Wir erwarten von Ihnen Lösungen und kein elendes Gezerre um eine Kindergelderhöhung von 6 oder 10 Euro. Uns Grünen kommt es auf die Rahmenbedingungen an, darauf, dass Wahlfreiheit und Selbstbestimmung, dass die Lebens- und Arbeitsform für alle wird, für Frauen wie Männer eine Selbstverständlichkeit wird. Vielen Dank. Für die SPD spricht jetzt die Kollegin Elke Ferner. Herr Präsident, liebe